Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der Canterbury Infinity. Ja. Immer weiß ich jetzt gerade nicht weiter. Weil ich wieder nicht weiß, was ich als letztes gemacht habe. Das ist nämlich jetzt wieder ein paar Tage her, wo ich aufgenommen habe. Am besten ist, wir schauen uns einmal einfach die Karten an. Was der sagt. So. 1, 5, 6, 14 ist abgeerntet. 32, 35 und 21 ist schon gerobert. Erste Düngestufen habe ich bei der dort unten auch schon. Sind das schon Erntereif? 24, 23? Oh, nein, noch nicht. Das heißt, wir müssen grobern 5, 1, 14 und 6. Da werden wir gleich mal einen Höfer starten diesbezüglich. Ne, da. Das ist schon da mit dem Cover. Das passt ja gut. Aber eins will ich noch kurz schauen. Da. Pflügen muss ich nix. Passt das eingeschalten? Ah, pflügen muss ich nix von der passt. So, hoffe, das machen wir zuerst. Das ist ja eigentlich wurscht. Da mit dem Feld 5 und da haben wir ein Curseplay eine. Das nur das. Ich muss da noch kurz schauen. Die Spannweite von unserem Grover. Der war es wieder nicht auswendig. 6 Meter. 6 Meter. Dann können wir da ein Feldarbeit. Feld 5. 6 Meter, da können wir eins kleiner machen. Dann nehmen wir zwei kleiner, damit schon überlappend ist. Startpunkt die aktuelle. Erst. Vorgewände machen wir auch 4 Stück, das müsste reichen, dass er dann hinten unteren Eck von Feld 5 dann auf und nieder fortwenden kann. Normalerweise. So, ja, das passt. Dann einmal anschauen. Passt, das da oben habe ich gemeint. Und samt das Eck, damit ich unten kann. Das schaut gut aus, das schaut gut aus, schaut sehr gut aus, das lassen wir so. Jetzt müssen wir da nochmal noch ein bisschen Fähre. So, aufklappen. Lassen. Reinsteigen. Passt. Der fährt dahin, das passt. Also mit dem gerade ist was nicht, aber dann werden wir gleich mal weg tun. Kontostand 18.000.
Aber das packen wir mal da her. So klappen tun wir den auch. So, kann ich sonst noch was jetzt machen? Eigentlich gerade eh nicht, oder? So, mal aussteigen. 317 sind da nochmal noch drin. Ja, später wieder. Okay, das heißt, wir brauchen da noch wieder einen Traktor, um einzufüllen. Ja. Am besten ist, wir schauen sowieso schon mal die Firmen einmal durch. Aber wir gehen da von hinten hierher. Weil ich immer gehe von oben nach unten, jetzt gehen wir mal von unten nach oben. Braucht Tabak. Haben wir noch einen Tabak? Bist du ihn da? Haben wir noch einen Tabak? Unseren Lager. Wo haben wir die Anzeige für Tabak? Das ist da. 1365, passt. Das ist sehr gut. Nehmen wir gleich den. Das war wieder klar, dass wir die Kurve nicht kriegen können. Ah, da haben wir die Oliven beim letzten Mal hergebracht. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Normalerweise. Ja. Uff. Der geht da drüben wieder um mich. Du wurscht, ich bin dann schon fast tot. Passt. Dann kann ich da schon mal abspringen. Und dann schauen wir inzwischen noch die anderen Firmen an. Die Kompostera, wie schaut's da aus? Die ist gut gefüllt. Trockenanlage, da haben wir auch noch drinnen. Der läuft. Schlachthaus läuft nichts, weil wir nichts drin haben. Destillator, schauen wir aus. Ist auch noch was drin. Das passt auch alles gut. Das ist ein Wasserreservoir, die Oliven, Äpfelbäume, das machen wir alles nachher, Fabrik die Ufer, das ist die Weinfabrik, Weinfassel und so weiter. Da haben wir erst letztens die Weintrauben abgebracht, fällt mir gerade ein. Das ist oben die, das Weinland und dem Dünger. Das haben wir aufgebracht, wenn wir Wein holen wollen. Das heißt, wir brauchen von zu die Kühe, holen einen Misthaufen und bringen den auf. Schaut einmal gut aus. Das werden wir machen. So. Einfach entlassen. Weg. Weg. Da sind wir jetzt schon fast da. Irgendwo müssten wir ja einen zweiten Hänger auch haben. Wenn ich mich nicht ganz da schon mal einen zweiten Kraft. So, da haben wir schon Tabak. Voll ist es nicht, aber der Mensch freut sich. Bus zur Tabakfabrik haben wir aber glaube ich nicht.
Deswegen bin ich einmal jetzt kurz selber runterfahren müssen. Ich frage mich zurzeit echt, weil ich meinen zweiten Hänger habe. Ich habe eigentlich drei Hänger. Zwei mittlere und dann einen großen. Der eine große ist unten bei der Palettenfabrik, weil er die Hackschnitzel drin hat. Wo ist die? Dann habe ich da hinten gerade drauf. Wo ist der letzte? Was habe ich mit dem gemacht? Ich glaube, das war vom Maishäcksel noch. Vielleicht ist unten in der Berg ja. Muss ich nachher die Traktoren durchschauen. Was ist. Jetzt da oben. Nächste, glaube ich, rechts, oder? Doch, die Apfelplantage, wenn es mir nicht täuscht. Ja, sehe ich sie unten gerade auf der Klangboden. Sehr schön. Schon war es nicht, aber da ist aber nichts. So, und da haben wir den. Aber da hinten steht er. Jetzt ist wieder die Frage, was habe ich damit vorgehabt? Bei Waffe einer Fabrik war ich da, wo ich gesagt habe. Ah genau, Misthaufen holen. Da passt mir aber der New Holland auch gerade richtig. Weil der kann auch ist ein bisschen stärker fürs Auffahren zum Weinberg. Dann schicken wir den zum Hof. Nicht Hof, ja, das hat schon passt, ganz so. Ja, Hof. Was du hin? So, der Pfarrer stand fertig. Passt. Dann steigen wir da aus wieder. Ein bisschen von den Straßen, dass ich nicht zusammengeführt wird. Und dann schauen wir wieder daher. Das haben wir schon gemacht. Da bei der Dieselfabrik müssen wir jetzt schauen. Boss Diesel. 2%, ja. Hauptsache es wird was produziert, weil ein Diesel brauche ich. Was ich gesehen habe, ist das Dieselfass leer.
Sind wir nämlich bei der Leonard-Streng 4. Jetzt habe ich mehr gesehen, wie ich durchgeschalten habe. So, wurscht weiter mal. Das sind die Erdbeeren und die brauchen Wasser. Passt. Erdbeeren brauchen Wasser. Die brauchen Wasser. Die brauchen nicht. Die brauchen Trinkwasser, Rotkohl. Der Lot braucht Trinkwasser. Und die Tomaten auch kannst sagen, also alle. Das heißt, wir brauchen unseren LKW. Also, der ist Laktose da fahren wir der Richtung. Lichter. Ich war ja richtig. Ich war ja richtig, ich bin ein Depp. Wasserfabrik ist ja da drüben. Hätte ich gleich rechts um mich von, links um mich von können. Ich hab's gerade verwechselt mit dem Looper. Auf. Entlassen. Dazu. Schaut's da hinten aus. Dann fahren wir jetzt hinterher zum Kuhstall. Ich hoffe, dass das Bild nicht dunkel ist für euch, weil ich einiges geändert habe gerade an der Grafik. Aber wenn ich schon da bin. Bevor ich da jetzt das Beginn umschaufeln. Schau jetzt erst noch einmal zu Ben. So. Der macht auf so Arbeit, das gefällt mir. Da steht der und der ist jetzt voll.
haben wir da 31.000. Durch 6 sind also 5.000. Bisschen über 5 halt. Lichtfahrer sind sichtbarer. Und jetzt, so, da. So, das haben wir dann schnell aufgefüllt. Dann gehen wir unseren Misthaufen aus, das alles in einen Hänger reinhauen und auf zur Weinfabrik gehen. Den anderen Traktor mit dem Hänger, den bringen wir. Scheiße, jetzt habe ich da. Zur Kompostieranlage. Zur Dieselfabrik. Das heißt, sammeln. Weil das kann ich nachher da herbringen. Auch. Das passt gut. Das ist gut. Der tut nämlich Holz auf und dann läuft das alles wieder einwandfrei. Zu dem nachher, zuerst machen wir das. Also. Mal. Okay. Voilà. Schon so, oder? Ein Licht war schlecht, gell? Ah, der hat nur zwei. Der hat kein Fernlicht, der hat nur das normale.
Das haben wir gleich drinnen, weil der Anhänger. Das Bessel tut das mal jetzt wurscht. Sehr schön. Wenn ich da schon in dem Dreh bin, wie schaut es da aus? Passt, dann putzen wir da noch einmal um. Sehr schön. So, schauen wir mal, ob wir da wieder was helfen können ab und Salz. Mit deshalb da wegkommt langsam. Das nervt. Ein bisschen, wir können hier lernen, aber nicht viel. Der Rest sollte wieder zurück. Das bleibt liegen. Dann schauen wir jetzt noch einmal schnell mit zum Schaufstall, ob dort sauber gemacht werden muss. Habe mir fast gedacht. So, wir schauen nichts. Sehr schön. Damit ist das erledigt. Dann haben wir da schon eine Sauberkeit. Und dann der fährt auch noch brav. Das passt. Dann haben wir gesagt, lassen wir da Stein. Dann nehmen wir noch einen drauf, genauso wie das. Das auch. Der da. Die fahren wir jetzt mal auf zum Weingebiet. Zum Traum. Baumgehege. Weinland. Traumland. Wo ist haben wir da für Country, oder? Das haben wir keinen Trainer. Ich glaube, wir haben nur von da oben zum der Fabrik.
Weinberg zum Hof. Aber Hof, Weinberg kann man nichts, oder? Hätte ich jetzt keine neu fahren. Ja, schon spät. Nächstes Mal. Kann man selber schnaufen. Da mehr glauben. Weil der New Holland hat eh ausreichend Base, dass er Hänger schnell durch aufziehen kann. Die wir mal da überholen. So, da. Man könnte dort da werden. Haben wir, glaube ich, letztes Mal was gesagt. Das Mähwerk was wir haben verkaufen. Ah, nicht das Mähwerk. Das zusätzliche Butterfly vom Mähwerk dazu kaufen. Einen kleinen Schwarter werden wir verkaufen. Dafür einen großen besorgen. Und einen Ladewagen da mal verkaufen und einen größeren dafür holen auch. Ich glaube, einmal so haben wir irgendwie was. Irgendwie, irgendwo was geplant gehabt. Ist das, sind wir schon da. Mit dem New Holland geht es gleich um einiges schneller. Immer die Außenansicht. Sehr schön. Das passt, das ist auch ziemlich voll. Und von da, glaube ich, haben wir aber jetzt einen Kurs runter, gell? Da Weinberg hoch. Licht einschalten.
schon die Roboter mit. Ah. Was dann? Du noch nicht, du nicht, du. Du, mein Freund. Also du bist. Bist ja genau. Du bist ja bei der Tabakfabrik. Als erstes fahren wir zur Palettenfabrik. Lässt mich beim Hänger ein bisschen ausladen wieder. Dann haben wir gesagt. Was haben wir denn noch vorgehabt mit dem? Irgendwas habe ich einen Hänger noch gebraucht. Zweiten. Wir sehen. Sind auch immer gefahren. So. Ja. Dann nehmen wir kurz die Außenansicht. Weil da scheint also die Anzeige sich. 238. Wollen wir ein bisschen rein. Da jetzt steht wieder 1000, das passt. Mehr kann ich zurzeit nicht einfallen, weil das wird alles wieder verschwinden. Das Problem kennen wir nämlich jetzt schon zu Genüge. Aber wenn ich ein JCB da habe, könnte ich das eigentlich da oben abladen. Da auf der Seite und mit dem auch noch einmal einfallen. So, was habe ich jetzt mit dir noch vorgehabt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, deswegen schauen wir mal. Okay, den habe ich jetzt versorgt. Weinfabrik habe ich versorgt. Den habe ich. Ah, der Kompost, das war's. Den Kompost wollte ich holen für die Gewächshäuser. Das war's, genau. Wisst ihr, was ich gerade für ein, was ich gerade für Wahnsinn, was ein Wahnsinn ist? Vor ca. 40 Minuten haben wir mit der Aufnahme begonnen. Da haben wir 18.000 gehabt. Jetzt haben wir fast nur noch 17.000. So, da. Der ist wieder da. Passt. So, Abfahrer lassen. Kostet mit der Fahrrad da vom Curseplay echt so viel.
Der fährt ja gerade das letzte Mal, ha? Mal schauen, weil wenn er jetzt alles erwischt, hinten, wenn er oben ist, gleich abstauben. Schaut's gut aus. Ja. Okay, einmal muss er runterfahren, aber nicht komplett. Ein bisschen muss ich, was ich sehe, nacharbeiten. Die Ecken wieder, aber das ist absolut. Eigenwartig, ha? 2, 4, 9. Kostet mit dir 3 Euro pro 3 Sekunden oder was? Pro Sekunde an Euro oder was? Euro alle 7 Sekunden. Das kann ja nicht sein. Passt. Tapfer entlassen. So, liebe Leute, ich will jetzt das Feld, was er nicht gebockt hat, oder besser gesagt, am Feld, was er nicht gearbeitet hat, schon nacharbeiten. Aber für heute war es das wieder mit der Aufnahme. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.